Okay, hallo Frank. Erste Frage, wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Gut, also aufmerksam geworden bin ich auf euch erstmal über eine Kollegin, mit der ich das Gespräch hatte. Die war auch in unserer Masterclass, die ich selber gebe im Bereich Implantologie. Und die hatte schon auch ein paar andere Firmen ausprobiert und ist dann auf euch gestoßen und hat sehr gute Erfahrungen gemacht und hat mir das letztendlich weitergegeben. Also jetzt sind wir hier. Und wie war denn in deiner Praxis die Ausgangssituation hinsichtlich Personal? Was war da gerade so los, sag ich mal? Ja, die Ausgangssituation, ich hoffe, ich habe das nah genug, war eigentlich, gelinde gesagt, katastrophal, um ehrlich zu sein. Es waren wirklich in kürzester Zeit, wo wirklich vier Helferinnen, eigentlich so zwei und zwei, uns dann aus, ja, wie auch immer, Gründen verlassen haben. Und wir standen da wirklich mit Notbesetzung. Es war wirklich, also, es hat die Hütte halt gebrannt. Und ja, das war letztendlich dann der Ausgangszustand. Bevor wir zusammengearbeitet haben, welche Methoden hast du denn genutzt, um Personal zu gewinnen? Gut, also eigentlich so die Standardmethoden, also beim Jobcenter annonciert, Anzeigen geschaltet, Print, hier in den Käseplättchen außenrum und selber dann auch versucht, im Social-Media-Bereich ein kleines bisschen was zu machen, allerdings nicht besonders erfolgreich. Ja. Genau, dann haben wir das ganze System mit dir aufgesetzt, um die ganze Mitarbeitergewinnung zu digitalisieren, zu automatisieren. Und jetzt nochmal eine Frage zum Ergebnis. Wie viele Bewerbungen hast du mit uns erhalten und wie viele Stellen konnten letztlich auch besetzt werden? Ja, oh, jetzt müssen wir fast auf die... Ich glaube, wir haben sogar über 20 Bewerbungen bekommen. Also unglaublich, das hätte ich mir nie träumen lassen in diesem Moment, wo wirklich da eben Ebbe war und gar nichts reingekommen ist. Also ich glaube 22, 23, berichtige mich. Und wir haben sogar noch eine Stelle mehr besetzen können, als wir eigentlich wollten. Einfach so ein Backup quasi, ne? Also drei Stellen haben wir jetzt dann besetzt. Ja. Und warst du am Anfang skeptisch, ob das auch wirklich funktioniert? Oder mit welchem Setting bist du da so reingegangen in die Betreuung? Gut, ich denke, heutzutage wird viel versprochen. Ne? Wie gesagt, heißt es im Englischen so schön, words are cheap. Aber ich bin froh, dass ich euch da wirklich die Chance gegeben habe und ihr habt das wirklich bei weitem übertroffen. Also ich war auf jeden Fall skeptisch, weil es gibt ja auch dann wahrscheinlich viele Unternehmen, die das in diesem Bereich machen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, meine Kollegin hatte da schon mit ein paar vorher das probiert, war da nicht so zufrieden, aber wie gesagt, die Zusammenarbeit mit euch hat da bei ihr super gut geklappt und nachher bin ich auch super happy, dass ich den Schritt gemacht habe. Dann nochmal eine Frage und zwar, wie viel Aufwand hattest du denn eigentlich während der Betreuung? War das für dich entspannt oder hattest du viel zu tun? Wie war das so? Gut, jetzt muss ich mich gerade zurückerinnern. Ich glaube, wir hatten einen Eingangscall. Da war ja auch zwei Mitarbeiter aus meiner Praxis mit dabei, über die dann die weitere Korrespondenz gelaufen ist. Also eigentlich bis auf diesen ersten Call und jetzt letztendlich dann im Endeffekt dann nochmal ein Abschlusscall, wo wir dann gesehen haben, okay, wie sind die Ergebnisse und ähnliches, hatte ich ja wirklich gar nichts damit am Hut, was ich genial fand, weil das heißt, ihr habt euch wirklich darum alles selbstständig gekümmert und trotzdem die super Ergebnisse eingefahren. Also vielen Dank dafür. Dann nochmal allerletzte Frage und zwar, wie hast du denn die Betreuung mit uns wahrgenommen? Gab es irgendwas, was du besonders geschätzt hast? Genau. Ja, also gut, es hat irgendwie vom ersten Moment an irgendwie geklappt. Ne? Also man hat sich da gleich verstanden in diesem ersten Call und ja, ich muss sagen, ich habe sehr geschätzt die persönliche Betreuung, also vor allem auch meine Mitarbeiter, die sich da sehr gut verstanden gefühlt haben. Also ihr habt wirklich da euch reinversetzt in die Situation letztendlich eines Praxisinhabers, auch in diesem Moment schwierige Situation. Und ja, die Betreuung war wirklich gigantisch. Also wenn meine Mitarbeiter da wirklich eine Frage hatten, also ihr wart immer erreichbar und konntet uns da unterstützen. Und ja, ich glaube wirklich dieses Menschliche und die gute Betreuung, ne, der Service, das kann ich herausheben. Vielen Dank für die netten Worte und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Auf jeden Fall, wirklich. Einige Projekte stehen ja noch in der Pipeline. Genau.